Die Bundesregierung hat am Mittwoch in Berlin offiziell die Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzern an die Ukraine bestätigt. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte, werde die Bundesregierung auch anderen Ländern wie Polen oder Finnland die Exportgenehmigung für den Leopard 2 Panzer erteilen. Geplant sei, zwei Panzerbataillone mit Leopard 2 Panzern zusammenzustellen, heißt es in Hebestreits Mitteilung. In einem ersten Schritt werde Deutschland eine Kompanie mit 14 Leopard 2 A6 Panzern aus Beständen der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Auch wenn die deutsche Entscheidung mit Verspätung erfolge, sei sie ohne jeden Zweifel ein wahrer Durchbruch sowie ein Gamechanger für die Ukraine auf dem Schlachtfeld, sagte der ukrainische Vize-Außenminister Andriy Melnyk. Die USA wollen nach Berichten mehrerer US-Medien ihre Abrams-Panzer bereitstellen. 30 bis 50 Exemplare seien im Gespräch, berichtet die New York Times.